31.01. in Rostock. Hier erwarten heute die Seawolves die Drufs Baskets aus Braunschweig, die zu 9 angereist sind. Und beide Mannschaften wollen siegen. Das wird auf jeden Fall ein heißes Spiel. Die Herausforderer der Seawolves, die Drufs Basket Braunschweig, sind zuletzt mit einem 58-60 vom Platz gegangen, nämlich gegen die BSW Sixers. Wir hoffen, das hat Kraft gekostet und hoffen, dass die Wölfe heute hier im Heimspiel gegen Braunschweig einen Sieg vom Platz nach Hause nehmen können. 3 Niederlagen in Folge lassen den Vorsprung auf die Verfolger hier schmelzen. Noch starten die Seawolves als Tabellenerste in dieses Spiel, aber die Liga ist eng. Der Gegner ist zwar Tabellensiebter, liegt aber nur 4 Punkte hinter dem Rudel. Und diese werden von 3 Teams, die punktgleich hinter ihnen liegen, mit nur einer Niederlage Abstand weitergejagt. Ganz herzlichen Glückwunsch. Du hast Geburtstag. Hol dir heute einen Sieg als dein Geburtstagsgeschenk. Also ich habe es der Mannschaft gesagt, dass ich mir heute nur eins wünsche. Und das ist natürlich ein Sieg. Das brauchen wir auch nach den 3 Niederlagen in Folge. Was war denn los in Leipzig? Ich weiß nicht. Wir haben in Leipzig nicht so richtig zusammengefunden als Mannschaft. Und haben akzeptabel verteidigt, aber waren in der Offense viel zu harmlos, haben... Viele Einzelaktionen, die nicht zum Erfolg geführt haben, und daran haben wir die Woche gearbeitet. Zone oder Manndeckung hier gegen Braunschweig? Beides. Ich bin immer ein Fan der Manndeckung. In der Zone ist immer oft, sich einfach zu sagen, war nicht meiner. In der Manndeckung gibt es klare Zuordnung, und ich spiele lieber Mann. Wir werden beides heute spielen. 29% Trefferquote, größer oder kleiner heute? Unsere? Ja, muss größer. Also mit 29 gewinnst du natürlich kein Spiel. Insofern müssen wir heute da also an die 50 ran, ne?